Kamera läuft. Fehlt noch was? Da ist es. Surface Hub 2S. Hallo, ich bin Tanita. Und ich bin Lea. Und wir sind heute wieder mit Alex dabei, an dem Büro der Zukunft zu arbeiten. Und unser Whiteboard sieht auch schon sehr, sehr gut aus. Aber die Mitarbeiterverteilung auf die Orte fehlen noch. Das stimmt. Die könnten wir aber aus der PowerPoint holen, die wir gestern bearbeitet hatten. Gute Idee. Damit Alex alles sehen kann, teilen wir am besten den Screen. Genau, da klicke ich hier. Das ist das gleiche Zeichen, wie wir es auch aus Microsoft Teams kennen. Und an dem gelben Rahmen sehe ich, dass ich auch gerade alles mit Alex teile. Dann gehen wir in die PowerPoint. Ich starte die mal lieber nochmal von vorne, damit wir das auch nochmal sehen. Raumverteilung hatten wir schon in unserem Whiteboard und das ist jetzt die Mitarbeiter. Das war die Information, die uns gefehlt hat. Genau, dann gehen wir doch hier nochmal kurz raus und dann nutzen wir den Screenshot-Button, um hier den Screenshot einzufügen und dann mit der kleinen Auswahltaste die Tabelle hier reinzulegen. Passt für mich, ich mache mal die PowerPoint auch gleich wieder weg und schiebe das mal hier noch rüber und dann sind wir eigentlich schon fertig. Perfekt. Und das ist Teamarbeit mit Whiteboard und Surface Hub 2S und mehr zeigen wir euch in anderen Videos.